Yo, Freunde, Reseller aufgepasst, Leute, mein... Was geht ab, Freunde? Heute mal wieder ein neues YouTube-Video, wie ihr es euch gewünscht habt. Neue Trödeltour. Wir sind heute auf dem Weg nach Köln-Ehrenfeld. Da gibt es heute einen Familienflohmarkt. Das heißt, wir haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, wieder gutes Zeug zu finden Richtung Lego, allgemein Spielsachen, Karten, alles, was uns so gefällt. Ne, ihr wisst Bescheid. Und wir sind extra heute frühzeitig losgefahren. Wie ihr gesehen könnt, 9.56 Uhr. Das Ganze macht um 11 Uhr auf und wir werden dann quasi hoffentlich mit unter den ersten Leuten sein, die am Start sind, damit die besten Deals auch nicht schon weggeschnappt sind, ehe wir ankommen. So Leute, wir sind jetzt angekommen bei dem Flohmarkt in Ehrenfeld. Wir haben gerade schon aus dem Auto gesehen, es sieht eher kritisch aus. Es scheint eher so ein Babyklamotten-Flohmarkt zu sein, aber wir gucken jetzt trotzdem mal kurz rein, ob irgendwas in die Richtung ist, was wir gebrauchen könnten. Ansonsten geht es gleich direkt weiter nach Nippes, ne? Wir sind ja vorbereitet. So Leute, wir machen schnell einen Abgang. Das war die reinste No-Front, aber das war eine Öko-Fritten-Veranstaltung. Das ist nicht das, was wir brauchen. So, mitten im Herzen hier von Nippes. Wir sind angekommen endlich hier auf dem Flohmarkt. Ja, das Ganze ist auf dem Wilhelmsplatz. Der Flohmarkt bietet dabei keine Neuwaren an. Ja? Ich bin gespannt. Ja, wir sind hier im gastfreundlichen Nippes. Schauen wir uns mal hier um in der Gegend. Sehr, sehr geile Gegend. Wir sind da, Leute. Es ist full. Es ist rapids full. Das wird ein Kampf hier. Was sagst du, Ronny? Hast du damit gerechnet? So, hier vorne die Ehrentribüne von Flohmarkt Nippes. Camera Collection. Hier hinter mir ist wieder der Endgegner von letzter Woche, der für 4 Lego-Männchen 70 Euro haben wollte. Ah, er treibt auch hier sein Unwesen in Nippes. Hier, was hat er gesagt, was die Sammlung vom Endgegner. 3 Euro pro Figur. Unbezahlbar für jeden, der hier auf dem Flohmarkt Spaß haben möchte. Aber eine Frechheit. Es ist einfach zu voll. Macht keinen Spaß, aber es gehört auch dazu. So Leute, ich konnte da drin nicht filmen, das war Katastrophe. Viel zu voll. Auf jeden Fall haben wir etwas gefunden. Das haben wir auch direkt mitgenommen. Das Ganze für 25 Euro geholt. Wie ihr hören könnt, Lego wieder, diesmal aber Duplo. Zu Hause zeigen wir euch, was drin ist. Ja, wird jetzt nicht der Mega-Deal sein, aber Duplo sollte auf jeden Fall auch ein bisschen Profit bringen. Aber dieser Trödelmarkt an sich zu Katastrophe, voll. Zu voll. Katastrophe. Also, ich bin jetzt mal kurz was snacken hier bei so einem türkischen Frühstücksladen. Aber wie gesagt, wenigstens eine Beute, ne? Besser als nichts. Nicht so lecker. Ja Leute, wir sind jetzt nochmal weitergefahren zur Pferderennbahn hier in Weidenpesch. Da ist angeblich auch ein Trödelmarkt. Wir haben gerade schon gesehen, sieht ehrlich gesagt auch nicht so geil aus. Sehr wenig los, also auch sehr wenig Stände. Aber wir gucken jetzt trotzdem mal rein, hier konnte man easy parken. Kannst du dir mal zeigen, hier diese Pferderennbahn, wer sie kennt. So meine lieben Freunde, also wichtig nochmal zu beachten hier auf dem Flohmarkt. Du kannst nicht immer 100% Gewinn machen. Ja, es ist auch immer natürlich immer viel Glück dabei. Aber wenn da mal ein dicker Deal ist, dann hat man wirklich da die Chance, auch ordentlich Geld zu verdienen. Ihr seht, nicht so viel, ja? Ganz und gar nicht viel, aber ein Blick ist es wert. Der allererste K1. Und wann ist das? Auf jeden Fall eine ganz alte Bravo-Hip-Hop. Leute, hört ihr das auch? Diese Euphorie hier? Ich auch nicht. Einfach Rainer Kallmund, Fußballmanager 2004, ist das geil. Da sehr, sehr wild. Lustig. Ich nicht, aber du schon. Also ich glaube, das ist hier mit der traurigste Flohmarkt, den ich in meinem Leben gesehen habe. Hier ist gar nichts los, wie ihr sehen könnt. Das war wirklich heute ein richtiger Flop. Aber das gehört dazu, man lernt raus. So Leute, alle guten Dinge sind 3. Der letzte Flohmarkt für heute, hier in Pulheim. Hier gibt es auch schon mal Snacks, das ist schon mal gut. Wir gucken uns jetzt hier das Ganze auch nochmal an, auf gut Glück. Jetzt sind wir natürlich schon relativ spät dran, aber mal schauen, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Schaut mal hier. Hier Karten. Hier auf jeden Fall Pokémon-Karten am Start. Eine fette Sammlung auf jeden Fall, der Mann. Aber alles japanisch. So, meine lieben Freunde, also hier jetzt dritter Flohmarkt mittlerweile. Also da haben wir uns auch gehört, so richtig schöne Sachen waren jetzt hier nicht. Nur hier hatten wir gerade die Pokémon-Karten. Nette Jungs haben uns auch, glaube ich, reingefolgt auf YouTube.
Sehr korrekt, auf jeden Fall. Grüße gehen an euch raus, wenn ihr das Video gerade seht. Da hatten wir gerade einen coolen Stand hier mit den Karten. Das war aber auch das einzige Interessante, was wir hier gesehen haben. Sonst zum Vergessen. Aber das gehört dazu. Ja, das ist beim Trödeln einfach so. Wir geben nicht auf. Vielleicht ist jetzt hier noch was dabei, aber sieht eher schlecht aus. Dann glaube ich, müssen wir uns für diesen heutigen Tage mehr oder weniger als geschlagen geben. Wir haben zwar noch das Duplo ergaunert, aber das war's dann auch, ne? Oder was sagst du? Niederlage einstecken, Kopf hoch, weitermachen. Wie versprochen, jetzt unsere Ausbeute hier vom Flohmarkt. Das Ganze werden wir jetzt mal abchecken. Er bringt mir gerade mal hier den Koffer. Sehr, sehr unseriös das Ganze, aber schauen wir einfach mal rein. Hier hast du ein Messer, Bro. Bro. Wie hat er das hier eingepackt? Oh. Hat er uns das noch am Verkaufsstand eingepackt? Also der Koffer ist ja sicherlich auch noch seine 3 Euro wert. Es ist doch hier offen schon, oder? Ich weiß nicht. Ach, also... so ein Rotz... da fliegt mir auch schon direkt das erste Schamhaar entgegen. So, Freunde, also unsere Ausbeute. Wir sehen viele bunte Steine. Dann haben wir hier sogar noch ein motorisiertes, ne? Ist hier so ein Zugwaggon, die auch für ziemlich viel Geld weggehen. Natürlich dann auch nochmal ganz viele Minifiguren. Also interessant eigentlich. Wir werden das Ganze mal jetzt heute bei eBay einstellen. Und dann sind wir mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir das Ganze für mehr Profit verkaufen. Also so werden wir das jetzt auf eBay präsentieren. Genau, und wir machen jetzt die Fotos, inserieren den ganzen Haufen hier und schauen einfach mal, ob sich dann jemand meldet.